Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry New Dawn mit Specs Boy. So, jetzt mal schön snipen, Mann. Die Highwaymen sind zurück im Farmaußenposten. Diesmal mit Vollstreckern. Siehst du jetzt die roten Punkte, die ich markiert habe? Ja. Oh, ich wurde entdeckt. So realistisch. Ich hab keine lange Waffen. Wahrscheinlich schießt er mich über die halbe Map ab. Genau, Digga. Digga, Mann! Wie kommt da dieser scheiß Mercy hier rein? Das kann doch gar nicht sein. Ich bin unter Dach, Mann. Der Rocket Dookie. Digga, von wo, Mann? Nur Gottes, ey, mit der hässlichen Scheiße. Das macht keinen Sinn. Ich quitte, Alter. Walla. Ich bin tot. Ich brauche halt die Snipe. Wir dürfen da nicht so aggressiv rein. Ich habe falsche Waffen dabei, wir müssen weggehen. Oder wir gehen wirklich aggressiv rein. Ich probiere erstmal diese Elite-Tussen zu snipen. Jo. Oder ich schmeiß mal kurz. Snipe den mal auf dem Dach hier. Wir müssen noch nicht mehr runter. Ich habe auch keine Masse verbunden.
reingehen, habe ich gesagt. Nur von Mörser abgepackt. Das Ding, um die zu sabotieren. Was für ein Ding? Fähigkeit. Glaub nicht. Hat Molotovs gemacht? Nee. Ich hab den Mörser-Typ da gemacht. Wir haben euch ATVs zur Verstärkung geschickt! Mach den Mörser jetzt kaputt. Hä, von wo? Ob bei mir ist die Elite-Tus. Alter, diese... Ich hab den getötet mit Mörser, Digga. Ich hab den gekillt. Ach so, ich dachte, ich hab den mit Mörser erwischt. Gesniped. Sag ja, neue Folge, wir schaffen's. That's really beautiful. So. Und schauen wir mal. Zerstören. So. Auch ganz klar Titan.
Okay, Segelblatt Anfänger passt. Und Bogen, glaube ich, oder Bogenanfänger. Ja. Ja, allerdings. So. Dann würde ich mal sagen, hier nochmal schnell looten. Mal gucken, was hier noch so Schönes da liegt. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück. So, zum Stand. Und zur Hauptbase. Und dann machen wir die Hauptmission. Aber erst in der nächsten Folge, oder? Nee, die neue, die hat ja jetzt erst gerade gestartet. Echt? Ja. Ja, wir machen die bestimmt erst durch in der nächsten. Glaube ich, wir wollten noch zu dem Schatz, der hier in der Nähe ist. Würde ich den noch kurz machen. So. Und dann gehen wir zurück. Gönnen wir uns das noch, weil vielleicht kriegen wir ja Titan. Oh mein Gott. Nee, Titan gibt's ja nicht. Bei Schatzsuche? Ja. Hm, kommt drauf an, oder? Okay. Denke ich jetzt nicht. Ah, dann gehen wir mal hin. Ich mag Steine. Ich mag Bäume. Ich weiß, was lustig wäre, aber das ist die ganze Zeit nur wegklatschen. Von Edens Gate waren früher sehr gewalttätig. Was die gemacht haben, war furchtbar. Okay. Und alles im Namen der Vorbereitung auf den Kollaps, den Joseph vorausgesagt hat. Gut, das stimmte zufällig. Dann hat er da kein Wasser.
Ich hab gesehen, da muss, da kann man klettern. Die von Edens Geld waren früher sehr gewalttätig. Dort. Was die gemacht haben, war furchtbar. Und alles im Namen der Vorbereitung auf den Kollaps, den Joseph vorausgesagt hat. Gut, das stimmte zufällig. Jetzt leben die alle zusammen auf einem eingezäunten Anwesen. Ich hoffe, dass sie um Vergebung beten. Okay. Wo bist denn, mein guter Freund? Schanden. Die Brücke konnte den Zug also nicht tragen. Jerome hat gerade so überlebt und wir haben Vorräte verloren, die für ein Jahr gereicht hätten. Ich glaube nicht, dass wir in Prosperity jetzt noch viel aufbauen können ohne Hilfe von außen. So oder so sollte jemand mit einem Kletterhaken sofort da hoch und aus dem Wrack alles rausholen. Schlampe, Alter. Tut mir leid. Wo bist du? Hier, komm. Hier bist du mal hoch. Da hoch, oder was? Pastor Jerome, mir kam Gerücht über eine Gruppe im Westen zu Ohren, die von einem Typen namens Rush angeführt wird. Hört sich an, als hätte er ein paar Siedlungen der Küste errichtet. Noch dazu ist er in unsere Richtung unterwegs. Sobald Prosperity wieder fit ist, sollten wir uns bei ihm melden. Wir könnten seine Expertise gebrauchen. Vielleicht könnte er uns auch bei unserem Highwayman-Problem behilflich sein. Sieh mal an. Also ganz ehrlich, das bockt sich mega. Was bockt sich? So mit Kletterhaken. Also viele Zahnräder. Ich soll mal Titan nehmen. Das ist Schluss. Hier ist Titan drin, aber nur 18 Stück. Was? Oder was ist das? 1600 Ethanol, ja, schmeckt. Wo? Hab ich. Du insgesamt. Schön. So, sagen wir back. Ja. Back nach Prosperity. Prosperity. Prosperity, mamma mia. Ah. Hier drüben. So. Zwillinge haben angedroht zurückzukommen. Wir müssen uns vorbereiten. So, was können wir denn jetzt hier alles? Werkstatt. Die Highwaymen können jeden Moment zurückkommen. Können wir Rang 3 machen, Trainingslager. Hilfe auf Abruf. Okay, das brauchen wir erstmal nicht.
Was haben wir denn noch Schönes hier? Hallo! Wir haben zu hart gearbeitet. Wir nehmen jede Hallo. Hilfe, die wir kriegen. Prosperity Stufe 3 müssen wir machen, um Elite-Waffen herzustellen. Ich tue mein Bestes, um meinen Beitrag zu leisten. Okay, Prosperity Stufe. Ich habe noch nie einen Flugzeugträger aus der Nähe gesehen. Hey, komm schon, ich hab was für dich. Mhm. Soll ich Expedition auch auf Stufe 2 schon machen? Aber dann können wir Schnellreise zu Orten freischalten. Ich habe ein Schiff wie in Topgun gefunden. Richtig? Richtig. Nice. So, was gibt's denn noch Schönes? Sprengstofflabor. Herstellung von Fernzündungssprengstoff und Brandmunition. Hört sich gut an. Machen wir das mal. Brandmunition hört sich geil an. Oder was sage ich? Naja. Naja. So. Schlimme Sache, das mit dem Zug, hä? Hm? Naja. Das, ach, das geht noch nicht, gell? Was geht noch nicht? Gesundheitsding. Zuerst müssen wir Prosperity auf Stufe 3. Linia wurde wiedergeboren. Und du bist mein Lieber. Also erstmal ist auf 2 und dann Prosperity. Ja. Hallo, Ma'am. Schau, was wir oben machen. Oder? Ja, ich mach grad alles. Das Werkstatt auch auf 3. Auf 2. Aber die Frau spricht drin. Trainingslager nicht. Ich tue mein Bestes, um meinen Beitrag zu leisten. So. Vielleicht muss ich einen Gigs geben, einen Rushy Boy. Die Highwaymen können jeden Moment zurückkommen. Carmina hat mir alles erzählt. Auf keinen Fall werden die Highwaymen sich einfach nehmen, was wir aufgebaut haben. Jetzt werden sie mit allem, was sie haben, zurückkommen. Mhm. Gut, wir sorgen dafür, dass sie es bereuen. Sicherlich. Wir haben nicht viel Zeit, um uns entsprechend vorzubereiten. Deswegen müssen wir ganz genau wissen, wann diese Mistkerle kommen. Ich habe einen Späher vorgeschickt. Beim kleinsten Anzeichen von Ärger werden wir gewarnt. Das sollte uns genug Zeit verschaffen. Auf jeden Fall. Ich würde mich besser fühlen, wenn du mal nach ihm siehst, Captain. Sorg dafür, dass er bereit ist. Wir können uns keine Fehler leisten. Wenn diese Mauern fallen, war's das für uns. Das letzte Mal. Ja, da hast du recht. So. Aber warum ist... Es ist schön, nicht mehr in diesem Bergwerk zu sein. Danke, Captain. Hm. Okay, Wir lassen uns nicht von diesem maskierten Banditen besiegen. Niemals. Okay. Maskenung. Maskenung. Lack, bisschen Stuff. Hey du. Kurz so, Garten. Banditen noch hier. Garten. Warte mal. Was gibt's hier? Guck mal, hier gibt es auch noch Zahnräder. Und ein Zettel. Plan von Wikibinia. Wissen sammeln. Okay. Da draußen ist noch Klebeband. Oh, warte mal, hier ist auch noch was. Die Komponenten. Hier ist Klebeband. Klebeband. Okay. Nur, ich weiß nicht, warum die Tür dazu ist. Wir brauchen mehr gut genährte Kämpfer wie dich. Niederschuss muss. Also gucken wir mal jetzt nochmal kurz und dann beenden wir die Folge im Logbuch. Was wir machen: Verteidige Prosperity oder triff den Anführer von New Eden, um über ein Bündnis gegen die Highwaymen zu reden. Ich denke mal, wir müssen erstmal die Belagerung machen. Schwierigkeitsgrad 1, ja.
Die greifen uns an. Also wenn wir die Mission machen, die greifen uns dann an. Ja, verteidige Prosperity steht da. Das können wir machen. Wir haben nicht unendlich Stufe Munition. 1 ist das. Da brauchen wir noch nicht mal kranke Waffen. Das ist easy. Du hast ja ganz schön für Aufruhr gesorgt, hä? Das machen wir dann als nächstes. Yes. Aber ich möchte noch mal kurz ganz schnell was schauen. Bogen, Sturmgewehr, LMG. Faustwaffen. Mhm. Anfängersägeblatt, Flammenwerfer, Raketen, Nahkampf. LMG. Amateur. Anfänger. Haben wir nichts mehr. Okay, Anfänger. Bogen. Anfänger ist alles. Nee. Bogen, Sturmgewehr, LMG, Sägeblatt, Flammenwerfer, Raketenwerfer, Nahkampf. Für was? Anfänger. Für Amateur. Anfänger. Ich hab dabei. Ich mache jetzt Nahkampfwaffenexperte hoch. Nahkampf. Wir beten, dass du weißt, was du hier tust. Habe ich auch gesagt, Sturmgewehr auch noch, oder? Ich glaube, Sturmgewehr Amateur gibt es gar nicht. Ja. Anfänger gibt es nicht. Ah, Amateur, ja. Anfänger. Bogen. LMG. LMG muss noch auswählen. So, dann wählen wir noch mal kurz schnell das LMG hier aus. Und ich würde sagen, die Folge ist vorbei, meine lieben Freunde. Ihr müsst leider in der nächsten Folge wieder einschalten. Zu Far Cry New Dawn. Haut rein. Nicht vergessen, lasst doch gerne ein Abo da. Gönnt ein bisschen. Kuss auf die Nuss und ciao, Kakao.